Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Peter vom Kanal Black Max und schön, dass du wieder heute eingeschaltet hast. Ja, wie man mich erkennen kann, ich bin in Italien am Gardasee, genauer gesagt in Tignale. Jetzt hoffe ich, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Der ist so 18 Kilometer südlich von Lemone. Ungefähr, Pi mal Daumen. Wir sind ziemlich hoch gelegen, wie ihr sehen könnt. Ist mehr so ein bisschen bergig, aber nichtsdestotrotz hat man Fahrer unterwegs und wenn ein, zwei oder etwa nur drei Videos entstehen. Also, wenn du Bock hast, dabei zu sein, mich zu begleiten hier in Italien, dann komm mit, das erste entsteht heute und du bist dabei. Ja, wie ihr seht, ja, Glück mit dem Wetter haben wir schon mal. Ich bin hier mit meiner Familie unterwegs. Ja, die Mädels, die sind schon am Pool, aber ich bin so für, ja, für Pool nicht so zu begeistern. Ne? Ich muss unterwegs sein, ne? Entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder wie auch immer. Mein Bike habe ich mit, deswegen habe ich gesagt, bietet es sich doch an. Ne? Was ich noch gelesen habe, das Video entsteht nicht heute, das kommt aber demnächst. Ich habe überlegt, so, was kannst du machen hier am Gardasee? Kann ich schon voraussagen, jede Menge. Also am Gardasee, entweder alleine auf eigene Faust los oder er wird so viel angeboten, also das schlackern dir die Ohren. Aber was ich mir für mich überlegt habe, und ich hoffe, das klappt, es wird auf jeden Fall eine Tour entstehen, habe ich mir vorgenommen, einmal um den Gardasee. So, das ungefähr so um die 160 Kilometer werden das sein. Und das Video entsteht noch. Und aber, das wusste ich vorher auch nicht, die Radtour am Gardasee gehört zu den schönsten Touren Europas. Also bin ich schon ganz gespannt, was das dann wird. Aber jetzt zeige ich euch mal, wo wir hier so gelandet sind. In welchem Hotel. So das Übliche, das ist so von meinen Touren, die ich im Hotel so übernachte oder sowas. Ne, zeige ich mal, also die, ja, wie die Zimmer sind und was das für ein Hotel hier ist und sowas. Ne? Also, und dann geht's los. Ja, hier seht ihr schon mal, mit der Aussicht kann man schon mal arbeiten. Ne? Da freue ich mich doch schon auf den Gardasee. Da unten, da steht der Wagen. Da gehen wir mal nämlich jetzt hin. So, da ist unser Hotel. Obwohl, ganz Hotel kann man das nicht nennen, weil es ist zwar Hotelbetrieb auch und Hotelzimmer haben die auch, aber wir haben jetzt so eine, ja, eine Wohnung angemietet. Ne? Die haben ja auch Wohnungen, die man anmieten kann und wir haben dann eine separate Wohnung nochmal. Die haben auch eine eigene, ja, Restaurant hier, kann man da Pizza essen, Nudeln essen, hast du nicht gesehen. Vom Preisen könnt ihr mal gucken, also das geht eigentlich hier. Ne? Eine riesen Pizza für einen Zehner haben wir gestern Abend gegessen, also das geht eigentlich. Meine Frau, die hat sich ein Aperol bestellt oder sowas. Also 4 Euro, ne? Also da haben wir bei uns andere Preise. Also 7 bis 8 Euro für ein Aperol ist nichts bei uns, ne? Also das war ganz human hier, die Preise eigentlich, ne? So, aber jetzt gehen wir erstmal zum Auto, ne? Ja, wie ihr seht, die Räder habe ich dran gemacht. Über Nacht auch hier dran gelassen. Ja, mit zig Ketten hier dran gesichert und hast sie nicht gesehen, ne? Die Sättel habe ich auch nochmal mit diesem Schloss hier, damit hier nicht der Sattel abhanden kommt, ne? Habe ich auch nochmal hier durchgezogen. Überall. Durch den Sattel, durch meinen Sattel. Und ja, alles schick. Hier habt ihr so die Hotelanlage. Ist ganz schick. Also direkt mit dem Blick zum Gardasee. Ja, dann kommt mit, dann zeige ich euch mal schnell die Zimmer. Los geht's. Tada! Herzlich willkommen in mein Quartier. Ja, weißt du, mein Quartier, ne? Quartier meiner Familie für die nächsten 7 Tage. Die Mädels sind nicht da, sie sind schon am Pool. Ja, ich habe jetzt mir den heutigen Tag so ein bisschen freigeschaufelt. Also Pool ist nicht so meins. Ich fahre mal ein bisschen mit dem Bike durch die Gegend, mal die Gegend erkunden. Aber vorher zeige ich euch hier unser Zimmer. So. Wie gesagt, gestern erstmal angereist. Hier, ich lebe meistens immer direkt aus dem Koffer. Ne? Also die Mädels sind da ein bisschen besser organisiert. Ne? Die packen ihre Koffer direkt aus, ne? Und alles in den Schränken und so. Ne? Ja, ich bin da ziemlich skrupellos. Ich packe meistens die Koffer jetzt gar nicht aus. Was ich brauche, nehme ich raus. Und dann, ja, wie das so ist. Ja, ein bisschen Arbeit natürlich wieder mitgeschleppt. Ne? Klar, ein Läppi und so. Ne? Ja, hier wird ein Schlachtpläne geschmiedet für die nächsten Tage. Ja, die Bude, hier seht ihr, so die Bude, ja, nichts Spektakuläres, ne? Also hier die Couch, die kann man ausziehen. Da wurde ich schon darauf hingewiesen, dass ich doch hier übernachten könnte.
Ja, wie hier bist du? Ich übernachte meistens mit meiner Strandmuschel und sowas. Ne? Also das schon hier für mich hier High-End. Ne? Mehr ist nicht möglich. Ja, kleine Kochnische hier. Kann man schön hier kochen und Kühlschrank, bla, Venti läuft. Dann habt ihr hier noch, ja, das Badezimmer. Auch nicht spektakulär, das ist schön sauber auf jeden Fall. Ne? Dusche, ja, Toilette, Spiegel. Ja, das Übliche halt, ne? Auf jeden Fall sauber. Ja, und hier haben die Mädels ihr Zimmer. Hier haben die Mädels ihr Zimmer, haben sie sich schon gemütlich gemacht, ja. So viel dazu. Das ist so für die nächsten 7 Tage hier am Gardasee. Ja? Aber wir gehen raus jetzt. Ja, dann würde ich mal sagen, langsam ins Auto steigen. Aber ich muss auf jeden Fall den Wagen ein kurzes Stück mitnehmen. Ich habe schon gesehen, mein Wagen hat nur noch irgendwie 80 Kilometer Restreichweite. Und in der Nähe ist ja kein Supercharger, aber es gibt ja 400 Meter weiter oder sowas, gibt es einen Typ-2-Stecker, also eine Ladesäule, ganz normale. Ne? Dann wollte ich den Wagen da schon mal stehen lassen, dann kann er schon mal 2-3 Stündchen laden und kann ich in Ruhe da mein E-Bike dann abbauen und von da aus fahren wir dann los. Also, los. Ja, meine Lieben, Ladesäule schon mal gefunden. Ne? Also, hier können wir jetzt laden. Ja, hatte Tesla auch noch so ein bisschen, ja, Laden mit Aussicht, ne, würde ich sagen. Ne? Hatte kleiner auch noch ein bisschen was davon, ne? Aber hier auch ganz übel. Ne? Also ich glaube, in Deutschland wird sowas, glaube ich, auch nicht geben. Ne? Also hier, ich glaube, der TÜV hat schon gesagt, immer, ich glaube, jetzt 2 Meter nach unten. Also in Deutschland sowas, glaube ich, undenkbar. Aber ja, in anderen Ländern gar kein Thema. Ne? Man, Augen auf, wohinlos. Ne? Also, aber jetzt, ja. Kann der Kollege jetzt hier schön laden, hier vielleicht zwischendurch mal, vielleicht sitzen der ein oder anderen auch, ne? Ey, 65 Cent hier an der Ladesäule, ne? Also, ich bin ja froh, dass ich überhaupt laden kann, ist ja nicht schlimm. Ja, bei der Sonneneinstrahlung nicht zu Hause, könnt ihr natürlich kostenlos laden, ne? Das Schöne dabei, ne, bei Solar. Egal, kostet was es kostet, ne? Man ist im Urlaub, ne? Aber ich habe mich erschrocken, bei Tesla selber, ne? Bei Tesla Supercharger auf dem Weg hierhin, die haben die Preise wieder gesenkt. Ne? Also mittlerweile kostet, glaube ich, bei Tesla habe ich jetzt bezahlt 39 Cent pro Kilowatt. Ne? Also ist wieder ein bisschen entspannter. Es waren ja schon Preise teilweise mit 55 oder 60 Cent sogar schon. Ne? Also es geht wieder voran, ne? In die richtige Richtung, nach unten nämlich. Ja, mit uns auch. Also wir fahren jetzt auch nach unten. Ne? Also abbauen und ab geht's. Aber dieses Ab geht's sage ich schon zum 10. Mal. Aber jetzt wirklich, ne? Jetzt bauen wir jetzt. Wir sehen uns. Ja Leute, mit ab geht's wird wohl nichts. Das verzögert sich ja alles schon wieder. Ne? Also ey. Jetzt will ich die Räder abbauen, mein Rad will ich abbauen. Was habe ich gemacht? Ja, ich habe die alle zusammengeschlossen. Ne, ist ganz klar. Ne? Ich kann mal zeigen. Ja, 1000 Mal gesichert. Ne? Also hier nochmal abgeschlossen und das Rad mit meinem Sattel noch hier dran. Und natürlich mein Schloss nochmal dran mit ihrem Fahrrad. Und das ja auch nochmal hier dran gesichert. Und hast du nicht gesehen. Und also hier natürlich die Krallen hier. Auch nochmal abgeschlossen, ne? Ja, und eigentlich der Tesla, ja, wir klauten da die Räder vom Tesla, ne? Das ist ja eh Kamera überwacht alles, ne? Also, so, und was ist jetzt passiert, das Ende vom Lied? Ja, jetzt habe ich natürlich meinen Schlüssel mit, um mein Fahrrad hier abzuschließen, auf jeden Fall aufzuschließen, aber natürlich nicht den Schlüssel von meiner Frau, ja. So kriege ich die Räder nicht runter, ne? Also wieder zurück ins Hotel zu meiner Frau, den Schlüssel holen. Ja, zum Glück sind das so 300 Meter, aber den Wagen hat jetzt hier stehen, der soll jetzt laden und, ja. Es verzögert sich die nächste Sendung um ein paar Minuten. Also hab Vertrauen, alles wird gut. Eigentlich habe ich vorgehabt, heute mit dem Fahrrad zu fahren und nicht zu wandern. Ey. Aber hier ist ein richtiges Trainingsgebiet für Höhenmeter. Ne? Also Höhenmeter? Freunde, glaubt mir, wenn ihr Höhenmeter machen wollt, ne, dann müsst ihr unbedingt hinkommen. Ne? Also wenn hier keine Höhenmeter kommen, dann weiß ich auch nicht. Oh Leute, ey. Ja, geht schön berghoch. Also hinter mir bergunter, ne, ist klar, ne? Aber ich muss natürlich berghoch. Was man nicht im Kopf hat, man im Bein, ne? Zum Glück sind das nur irgendwie, ja, wie gesagt, 300 Meter. Ja, bevor wir fahren, laufen wir, ne? Ah, wie schön, ich freue mich. Ist ja 16 Uhr in der prallen Sonne. Ja, 16 Uhr in der prallen Sonne, merkt ihr? In der prallen Sonne ist es nicht 16 Uhr, in der prallen Sonne ist bestimmt 35 Grad. Ja, weiter. Ja, meine Lieben. Hier ist ein gutes Stück.
Und ich gehe schon wieder hier auf der falschen Straßenseite. Egal. Jetzt gehen wir mal rüber hier. Nass geschwitzt. Nass geschwitzt. Aber ich habe das Ding. Aber ich glaube, in meinem ersten Leben war ich Eskimo, ey. Boah, so Wärme ist es für mich. Ich müsste Urlaub machen, irgendwie, weiß nicht. Tief im Norwegen drin, weiß nicht. Alaska, was man meint. Oder Kanada im Winter. Richtig Schnee, kalt. Oh, das ist meins, ne? Oder von mir aus auch Regen. Boah, aber nicht hier wieder 40 Grad, ey. Egal. Wir haben Schlüssel, ab wieder zum Bike. Liebe Freunde, mittlerweile, ja, habe ich es geschafft, das Bike hier von dem Fahrradträger abzubauen. Steht jetzt fertig hier, ready. Der Tacho ist schon, vielmehr die Einheit fürs E-Bike ist auch schon hier, der Kiox 300 ist schon dran montiert. Ja, Akkus habe ich jetzt gesehen, habe ich keine reingelegt, genau wie hier unten auch nicht. Ja, ich habe ja jetzt die letzten Videos gesehen, ne? Ist jetzt wohl voll in Mode, so ein E-Bike ohne Akku zu fahren, ne? Ja, ohne Unterstützung. Ich sag, ja, habe ich mir auch so gedacht, macht total Sinn, ne? Fahre ich auch, ne? Spare ich 6 Kilo oder 7 Kilo, gerade hier beim Gardasee. Was soll ich hier mit Akku, ne? Was soll ich hier mit einem Akku, ne? Ja, baust die Dinger ab, lass die Dinger zu Hause und guckst du mal, ob du ohne klarkommst, ne? Ja. Ein Akku braucht doch kein Mensch. Ja, natürlich nicht. Kollegen, ich brauche zwei Akkus. Was soll ich ein E-Bike ohne Akku fahren? Hallo? Also, rein mit den Akkus und dann ab aber. Meine Lieben, kaum zu glauben, ne, aber wir sind unterwegs. Und ein oder anderen wird es auffallen. Warte, Kollege da hinten auf der Schulter, einen Rucksack. Ja. Eigentlich fahre ich immer ohne Rucksack, weil ich die Seitentaschen habe. Aber ja, ich muss gucken, die Sonne hier im Hinternacken. Diese Tour werden wir sehen. Ich habe noch ein bisschen was, ja, mitgebracht. Ich wollte was testen. Und zwar was das wird, was ich testen werde, was da hinten drin ist. Dann werdet ihr das auch sehen in diesem Video unter anderem. Und erstmal fahren wir hier berghoch. Ich habe mal geguckt. Akkus 97%. Mit der Sonne hinten ist auch doof, ne? Aber ja, kann man nicht ändern, ne? Beide Akkus geladen, 97%. Und ihr könnt doch schon mal. Mal vielleicht hier rüber, ne? Das wäre besser, ne? Ich glaube, hier ist besser, ne? Ich habe auch ein bisschen den See noch im Hintergrund. Ja, Akkus 97%, aber es wird ruckzuck hinüber sein mit den Akkus. Ich bin natürlich schön im Turbo, einen kleinen Gang, nicht den kleinsten, aber in so einen angenehmen Gang, sag ich mal. Und ja, erstmal weiter hoch. Da war ich heute Mittag schon mit dem Auto oben und da gibt es eine schöne Plattform, schöne Aussichtsplattform. Jetzt habe ich auch noch ein bisschen was. Und dann fahren wir erstmal ein bisschen. Also, let's go. Ja, meine Freunde, kleiner Aussichtsturm hier, für mal Aussichtsplattform, ist kein Turm. Und ja, hier kann man sich ein bisschen aufhalten, ne? Würde ich sagen. Ja, da hinten alles am Kiten. Sehr schick hier oben. Echt grandios. Also wie ihr hier seht, man kann auch noch ein bisschen höher hinaus.
ein bisschen weiter oben waren wir heute Morgen schon gewesen. Und, aber mit dem Auto ein bisschen einkaufen. Da gibt es noch ein paar Läden. Schöne Altstadt. Sehr zu empfehlen hier. Also ist echt schick. Aber erstmal fahren wir runter. So, für die Abfahrt hier habe ich euch hier natürlich am Stativ montiert, an diesen Pinclip. Weil, also wir werden hier einige Sacken auf dem Tacho haben. Und da wäre ich ungern mit einer Hand unterwegs. Ich richte nochmal die Kamera vernünftig aus. So, ich habe die Kamera jetzt ein bisschen so ausgerichtet, damit ihr jetzt auch die Seite auch so ein bisschen seht. Weil nur auf die Straße filmt natürlich auch ein bisschen blöd, ne? Der See ist ja hier die Attraktion. Ja, ist... Muss man aufpassen mit den Bremsen, auch nicht überhitzen, ne? Lieber einmal hier vernünftig bremsen, als nur zu ziehen, ne? Die ganze Zeit. Weil dann habt ihr sofort die Bremse glasig. Ab geht die Post hier. Also wenn die hier die Bremsen versagen, dann ist das ein Problem. Definitiv. Da gibt es kein Halten mehr. Ja, da geradeaus durch, ja, hast du auch ein Problem. Herrlich. ,55. Aber die Kurven. Lange rollen kannst du hier nicht lassen. Oh, da geht's hoch? Nein, wir wollen runter. So, meine Lieben, fast unten. Noch nicht ganz. Aber ist nicht mehr weit. So, also die Kamera wegpacken. Ne? 50 Sachen hier drauf, ey. Die Kamera schon wieder in der Hand, ey. Immer noch in der Hand. Einfach unverbesserlich. Und die linke Hand an der Vorderbremse, ist klar. Es macht einfach zu viel Spaß, ne? Und eine schöne Abfahrt ist immer zum Heulen, ne? Ja, man könnte sich einfach eine Brille aufziehen, ne? Das wäre aber auch schon wieder zu einfach, ne? Ja, Tunnel ist ganz schön lang. Aber schön kühl hier. Astrein. Ja, meine Lieben. Gerade standen wir noch da oben. Dann seht ihr mal ungefähr den Höhenunterschied. Da sind schon ein paar Meter. War hier diese Plattform da oben. Da ist der nächste Tunnel. Ich würde sagen, fahren wir noch ein bisschen weiter, ein ruhiges Plätzchen suchen. Ne?
Ja, typisch ich, ne? Ich zeig euch mal was. Gerade sagte ich noch, ruhiges Plätzchen suchen, ne? Pass auf. Ich zeig euch was. Von da vorne kam ich. Und habe ich diese Lücke hier hinter mir gesehen. Irgendwo ein Schild. Dachte ich immer, wo kein Schild ist. Und wo das Tor so offen steht, ne? Kommt gerade kein Auto. Und dann seht ihr mal, das Tor steht so auf. Kein Verboten, kein nix. Da dachte ich mir doch, guckst du das mal an, ne? Da ist auf jeden Fall ruhiger, ne? Ja, also wieder ab, reingefahren. Genau wie jetzt. Da dachte ich so, ach cool, ne? Keine Autos, nix. Oh, Ruhe. Hier kannst du schön das zeigen, was du zeigen wolltest. Und dann sehe ich hier schon, oh, ein paar Steine, ne? Also, okay. Das scheint wohl so ein bisschen Geröll runterzukommen. Dann gucke ich, oh ja. Okay, dachte ich mir so, Lot Hämmchen, lass den Helm auf, ne? Dann gucke ich, okay, Kollege, bei dem Brocken, glaube ich, da ist der Helm, glaube ich, auch schon überflüssig, ne? Und hier liegt auch schon ein bisschen was. Da geht's weiter. Das war alles hier mit Fangnetzen und alles befestigt. Aber ihr seht ja, ne, der ein oder andere Stein kommt da trotzdem durch. Ne? Wenn so ein Steinchen auf Lord Helmchen Kopf fällt, dann nutzt ihr das Helmchen hier auch nichts mehr. Dann war's das mit einem schönen Helm. Um den Kopf mache ich mir keine Sorgen, auf dem Helm, ne? Aber die Neugier ist zu groß, ne? Ja, aber ich glaube, wo soll es da hingehen, ne? Mann, schön ist es hier, keine Frage. Aber auch wirklich unheimlich. Ui, da liegt auch noch so ein Ding. Ich glaube, hier sind schon länger keine Leute unterwegs. Ja, okay, der ist sowieso zu. Ja gut, na, was habe ich erwartet, ne? Ich glaube, aber schon interessant, ne? Ich glaube, die haben vielleicht den Weg, weiß nicht, ob der mal erstellt worden ist. Und dann haben sie sich dann wohl gedacht, weißt du was? Ist vielleicht doch nicht so schlau, die Leute hier spazieren zu lassen. Und dann haben gesagt, weißt du was, Projekt stellen wir wieder ein, ne? Kein Plan. Weil ihr seht ja, die Fangnetze, die halten nicht alles ab, ne? Ist schon ziemlich unheimlich. Also ich mache jetzt ja auch die Biege. Ist zwar nicht windig heute, aber man weiß ja nie, ne? Wenn da irgendwas runterkommt, da sieht das nicht gut aus für einen, ne? Also machen wir lieber die Biege hier. Aber da seht ihr auch mal wieder, ne? In den südlichen Ländern, da läuft das hier ein bisschen anders, ne? Bei uns wird das schon wieder 1000 Schilder, betreten verboten, hast du nicht gesehen, Steinschlaggefahr, bla bla bla. Alles abgesperrt, abgeschlossen, zehnfach verriegelt. Du hier, eigentlich wie immer, ne? Du, jeder ist alt genug. Wenn einer meint, der muss das hier machen, dann auf eine Gefahr. Genau wie bei mir jetzt, ne? Also ich kann mich nicht beschweren, wenn mir jetzt hier was auf den Schädel fliegt, ne? Dann kann ich hier keinen Haftbar für machen, außer mich selber, ne? Ganz klar. Was für ein Vollhonk fährt auch hier rein, außer ich.
Also, du musst kein Echo provozieren, ne? Schnell weg. Turbo an und weg. So, jetzt ganz weg doch nicht. Ich habe gedacht, was, wir bleiben doch hier vorne ein bisschen stehen, weil da ist ja der Ausgang, also mal Eingang, wie man sehen will. Aber hier ist ein ruhiges Plätzchen und da kann ich mal vielleicht die eine Sache mal zeigen, die ich heute mal testen wollte, zum Background so ein bisschen. Ihr wisst ab und zu mal, bis jetzt war es eine einmalige Sache, wir sagen einmalig, will mal überlegen. Ja, eine einmalige Sache war es gewesen bis jetzt. Ich habe von der Firma Kopfhörer gekriegt. Die habe ich mal in einem Video mal getestet und vorgestellt und sowas, ne? Die mir damals zur Verfügung gestellt worden sind. Ist auch als Werbung deklariert, ist alles gut so. Soll man ja auch, muss man ja auch, ist alles richtig so. So. Und immer so, wenn ein Produkt interessiert war oder sowas, schreibe ich schon mal Firmen an. Ob die eine Kooperation haben oder wie auch immer, ne? Wie mit der Firma Amok damals für meine Hängematte und sowas, ne? Die hatten damals kein Interesse, wie auch immer, habe ich mir trotzdem gekauft. Die Sachen, die ich gut finde, ne? Die hole ich mir auch so selber. Ja? So. Und genau so war es auch in diesem Fall. Und zwar dachte ich mir erstmal, gut, bevor du das kaufst oder sowas, selber kaufst, fragst du mal, ob die Firma eine Kooperation hat oder sowas, Interesse dann hätte oder sowas, ne? Wie auch immer. Ne? Gesagt, getan, habe ich die Firma angeschrieben, bis heute keine Antwort. Ne? Und ich bin ein ungeduldiger Mensch, also wenn ich nach zwei Tagen keine Antwort habe, ist für mich schon Chaos. Ne? Da habe ich schon keinen Bock mehr. Ne? Also bei mir in der Firma wird auch erwartet, sage ich mal, jetzt, dass ich innerhalb von 20 Minuten reagiere. Ne? Bisschen überspitzt gesagt. Ne? Also ja, ich erwarte wenigstens eine E-Mail, ne? Also einen Tag später oder zwei Tage später eine Antwort, ja, nein, oder gedulden Sie sich oder wie auch immer. Ne? So. Kam nichts, ist auch kein Problem oder sowas. Aber weißt du was, will ich trotzdem haben. Ne? Ich finde das Produkt geil. Kaufe ich mir halt selber. Und man soll sagen, kaufe ich mir halt selber. Ob es Transparenz auch wieder hier, ne? Ich habe mir das mal gekauft, muss man sagen, von meinem eigenen Geld, ja? Aber dank euch, vielen Dank nochmal dafür, weil dank euch, sage ich, ihr macht es mir möglich, sage ich mal, jetzt solche Produkte auch mal selber zu kaufen und mal zu testen für mich und für den Kanal und dann im Endeffekt auch vielleicht für euch was ist. Und zwar geht es darum, durch Amazon habe ich hier die Affiliate-Links und sowas, ne? Und ab und zu kaufen ja auch Leute darüber was. Für die ist dieses Produkt, was sie kaufen, nicht mehr kostet, aber ich kriege da eine kleine Provision, einmal 2-3% oder wie auch immer, oder 0,5, ich habe keine Ahnung, was da, wie viel Prozent, das ist immer, je nachdem, was gekauft wird oder sowas, wird man immer selber beteiligt und dann über Monate hinweg, sage ich mal, kam bei mir jetzt auch, ich glaube, nach 4-5 Monaten habe ich dann irgendwie jetzt einen Amazon-Gutschein gekriegt von, ich lasse über Amazon-Gutscheine immer gut schreiben, also lasse mir das Geld auch nicht auszahlen, weil ich selber auch Produkte brauche, wie auch immer, ne? Und dann kam das in den letzten 4 Monaten, kam da eine Summe von 106 Euro zusammen. Ne? Ich dachte, ach, super, deswegen vielen Dank dafür. Und für diese 106 Euro kann ich dann bei Amazon, sag ich mal, auch irgendwas erwerben. Und so, in diesem Fall habe ich gedacht, okay, die Firma meldet sich nicht, kaufe ich mir das trotzdem. Ne? Und um was es geht und warum es das geworden ist, das zeige ich euch hier. Jetzt habe ich meine GoPro so ein bisschen in der Hand, deswegen müsst ihr die Hand hier bitte mir verzeihen, weil es geht um ein Stativ, um ein neues, für die GoPro. Und zwar nicht nur für die GoPro, weil im Moment, sag ich mal, wie ich das bis jetzt gehandhabt habe, bis jetzt mal so gehandhabt, ich habe hier, benutze hier immer einen Selfie-Stick von Insta. Den kann man eigentlich auch jetzt mit einer Hand schön ausziehen. Kann mir nicht mal eine Gesamtlänge hier zeigen. Ich habe im Urlaub keinen Zollstock mit, aber der ist schon ziemlich, ich meine 1,20. Aber nagel mich nicht fest. Ich will das einblenden. Da habe ich übrigens eh geschnitten, wenn ich zu Hause bin, dann messe ich nur mal nach. Dann blende ich euch das hier ein, wie lange die Gesamtlänge ist. Und oben ist jetzt befestigt ihr Camphor Pro. Da ist halt, hier oben müsst ihr euch vorstellen, ist eigentlich die GoPro drauf. Und dann kann ich die immer hier in diesen Camphor Pro, ist gut dafür gedacht, kann man schön die Kamera leicht lösen. So, ist magnetisch. Jetzt nicht ganz magnetisch, die muss man immer hier so ein bisschen anheben.
hier dieses Teil. Und dann verriegelt sich das. Also hält nicht nur mit Magneten, da wird auch nochmal hier, seht ihr die Dinger, die werden da auch nochmal verriegelt und schnappt ein und dann ist sie fest. Ja? So, das ist so mein Setup, was ich bis jetzt so bevorzugt habe. Auch schön, nicht schwer, schön leicht, alles tutti. Wie ihr seht, hat natürlich kein Dreibein. Dafür habe ich mich dann nochmal von Insta geholt. Dieses Teil hier, da ist ein, ja, mit einer Hand ist immer hier, da ist so ein Dreibein. Da kann man das Selfie-Stick hier draufschrauben jetzt. Und dann hat man hier, das kann man auch ein bisschen verlängern, die Füße könnte man ausziehen. Und ist auch immer eigentlich ganz schick gewesen. Was ich jetzt gemerkt habe, die letzte Zeit, dass irgendwas, hier seht ihr schon, da ist ziemlich, eigentlich das fest oder so, ja, ein bisschen ausgeleiert schon mittlerweile, ne? Kann man hier dran schrauben, fertig. So, das war so mein Setup. Wieso sage ich, war mein Setup? Ja, ich bin überlegen gewesen, das auszutauschen, weil für die GoPro alleine, super Sache, reicht vollkommen. Aber mir war es immer ein Graus gewesen, wenn ich anfange mit dem Handy, sag ich mal, irgendwelche Reels zu machen, für Instagram und sowas, ne? Dann gesagt, ja, kennt ihr das? Ja, die Hand ist nicht lang genug, ne? Dann so, jo, ein bisschen weiter noch wäre gut, ne? Ja, wie bekomme ich mein Handy vernünftig hier auf die, auf Stativ, ne? Nichts Passendes gefunden. Nichts, was du so das Handy drehen lassen kannst, gar nichts. Ne? Entweder hast du das Handy so, also meistens gibt es was, wo du so quer in diesem Querformat die ganze Zeit filmen kannst oder sowas. Fertig, das war's, ne? So. Und für Insta-Reels oder sowas oder Insta-Stories oder sowas, da willst du auch mal haben, dass gleich die Kamera da hinten irgendwo steht und ein Panorama mit aufnimmt und so. Da ist so alles Kappes, ne? Da musst du was anderes für geben und sowas, ne? Ich habe hin und her geguckt, ein paar Videos uns angeguckt und sowas. Und hab gedacht, irgendwas muss es dafür geben, ja? Und ich bin fündig geworden, es gibt was. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar von der Firma Andobil gibt es ein Stativ, was mir jetzt zugesagt hat, ne? Und habe gesagt, weißt du was, da probierst du mal aus, da bestellst du dir, wie gesagt, habe mir selber gekauft. Also hat mir die Firma nicht zugesendet, brauche ich keine Werbung für einblenden und sowas, ne? Ist selbst erworben, das Produkt. Und dann zeige ich mal den ganzen Clou hier. Da fand ich mir auch so mega eigentlich. Das erste, was mir gefallen hat, das ist hier, könnt ihr das aufspannen, ganz normal. Beim iPhone ist das so, ich habe das iPhone 14 Pro habe ich hier zum Beispiel. Der hat schon einen MagaSafe-Anschluss. Ne? Das heißt, hier, das erste seht ihr schon hier, es hält magnetisch. Das fand ich schon mal nicht schlecht. Trotzdem natürlich, während so eine Fahrt, würde ich immer sagen, weißt du was, magnetisch hin oder her, einmal drauf gedrückt. Ich weiß nicht, ob ich selber dem Magneten so vertrauen würde. Ne? Jetzt nicht von dem Magnet, auch von dem iPhone-Magnet selber. Weiß nicht, Kopfsteinpflaster, Rüttelpiste, keine Ahnung was. Ne? Also ich würde ungern, sage ich mal jetzt, wenn ich mit, so wie gerade mit 50, 60 km/h, sage ich mal, irgendwo runterbretter und das Ding hier in der Hand habe, mit dem Handy oder sowas, und das fliegt euch dann ab, dann war es das mit dem iPhone 14 Pro, glaube ich. Ne? So, also das fand ich eigentlich eine super Geschichte. Könnt ihr auch hier, hier hin und her euch das in den Winkel verstellen. Kann auch hier gedreht werden nochmal, je nachdem, wie man es haben möchte. Ne? Fand ich auch ganz spannend. Schnell verstellt. Das nächste, was ich ganz gut fand, das nächste, was ich sagen wollte, und zack, war schon wieder der Akku leer. Deswegen nochmal das Ganze. Wie gesagt, Handy lässt sich drehen. Entweder Querformat oder für Instagram, für Reels, wie auch immer. Gerade. Es hat einen eingebauten Dreibein. Also ist schon im Griff eingebaut, das heißt, ich kann es hier schön irgendwo hinstellen, ne, und bin auch flexibel, ne, und kann sagen, okay, jetzt möchte ich da hinten ein Foto haben, wie auch immer, mich da hinstellen, mach ein Bild. So, klasse. Und es hat auch einen eingebauten Selfie-Stick. Und der ist auch nicht gerade kurz. Mal gucken. Sag mal. So, also seht ihr, auch nicht gerade der kürzeste. Ja? Natürlich
Mit dem Handy da hinten dran hat schon sein Gewicht, ne? Also da ist nicht schon. Apropos Gewicht, das Gewicht werde ich auch mal einblenden. Wie gesagt, die Daten, die werde ich zu Hause alle nochmal nachgucken. Ich werde meinen Zettel nicht im Kopf und natürlich zu Hause liegen lassen, die ganzen Daten, ne? Das war ganz schön, aber das ist ja noch nicht alles. Weil ich gesagt habe, ja, aber ein Stick, muss ich ja zwei Sticks mitschleppen, ne? Da muss ich ja irgendwie, ja, muss ich schon wieder hier. Oh, muss ich schon wieder das Ding mitschleppen und für die GoPro mitschleppen? Nee, musst du eben nicht. Weil, hier, du kannst das hier abschrauben. Du schraubst das Ding hier einfach ab. Dann schraubst du dir so einen GoPro-Mount, schraubst du dir hier oben einfach auf. So. Und dann hast du dann ganz normal dein GoPro-Mount drauf. Und dann kannst du die GoPro hier drauf packen, ne? Ganz einfach. Und du kannst natürlich auch hingehen und sagen, weißt du was, dann mach ich so ein Cam4Pro mache ich hier oben drauf und dann kannst du ein Zwischensystem, bist du auch flexibel, zack, zack, kannst du mit Magnetverschluss hin und her wechseln, wie du möchtest. Innerhalb von Sekunden. Und zur Not, ja, schraubst du halt, wenn du kein Cam4Pro hast, da schraubst du ab, die GoPro, schraubst dein Handy mal eben schnell wieder drauf. So, wie lange dauert das? Zack, das dauert 30 Sekunden oder so. Mehr ist das nicht, ne? Also ich brauche keine zwei Stative, sag ich mal, jetzt mitschleppen oder sowas. Ein Ding nur noch und das war's. Ne? Und vor allem, also es ist eingebaut, der Dreibein ist eingebaut. Und was noch ein Clou ist, natürlich fragt ihr euch jetzt, ja, aber wenn ich mein Handy da ausrichte irgendwo und will da ein Foto machen oder ein Reel machen und sowas, dann muss ich wieder auf Handy ganz schnell, sag ich mal, jetzt hier Foto machen, dann die 3 Sekunden oder 10 Sekunden zum Handy hinrennen und irgendwie die Pose schmeißen, damit er auslöst. Nein, müsst ihr auch nicht. Hier ist nämlich eine eingebaute Fernbedienung und der Clou ist dabei, die kann man rausnehmen. So. Und das heißt, die Fernbedienung läuft über Bluetooth, läuft die. Und sobald ihr hier auslöst, am Knopf, erst dann macht ihr mit eurem Handy, sag ich mal, ein Foto oder ein Video oder whatever. Ne? So, könnt ihr so oft machen, wie ihr möchtet. Also da fand ich, das fand ich schon klasse. Ne? Da kannst du endlich irgendwie in Ruhe irgendwo dich hinsetzen, dich nochmal aufrichten, ausrichten, wie du willst, keine Ahnung was. Und dann, oder so, mit dem Handy so vorbeipasst sehen oder wie auch immer. Für Insta war immer ein Kampf. Ne? War für mich nie möglich, irgendwie vernünftiger. Ich habe schon ein paar Insta-Reels gemacht und ein paar Insta-Stories gemacht. Alles gut, ne? Alles möglich, alles machbar. Aber sobald du irgendwie mit der Hand da irgendwie was oder hier weiter weg, da war immer ein Krampf. Und da hoffe ich mir von diesem Stick, sag ich mal, dass das endlich vorbei ist. Ne? Dass ich dann wirklich sagen kann, weißt du was, ich stelle mir das dahin, mach schön eine Vorbeifahrszene oder sowas auf dem Handy. Ne? Ich meine, klar, ich weiß auch, klar hätte man vielleicht mit der GoPro, sag ich mal jetzt, auch Querformat filmen können. Aber das Problem ist, ja, das geht mit Querformat filmen. Ne? Aber dann die Aufbereitung danach, ne? Da heißt, ich muss wahrscheinlich in die GoPro Quick App, habe ich noch nie mit gearbeitet, keine Ahnung. Also stell mir das vor. Da rein, dann schneiden. Du bist nicht so flexibel. Mit dem Handy kannst du sofort in die Instagram-App gehen, über die Instagram-App schneiden, sag ich mal, das so fertig machen, wie du es haben willst und raus damit. Ne? Also ist der Aufwand, sag ich mal, für mich persönlich viel, viel geringer. Ne? Als dann irgendwie das über Entschuldigung, über die GoPro zu machen. Ne? Deswegen war das für mich jetzt so die Lösung, die ich mir so erdacht habe. Ob es funktioniert und wie weit und sowas, das wird sich in der Praxis jetzt mal zeigen. Ich habe die jetzt vor kurzem erst gekauft. Wie ihr seht, hier ist noch nicht in Benutzung gewesen. Da wird sich ja dann zeigen, die Tage. Was noch auch ganz schön ist, finde ich, ist die Möglichkeit, hier habt ihr noch so, ja, ich wollte das mit der Sony ZV-1 filmen eigentlich, aber wie gesagt, so alles mitzuschleppen, habe ich auch zu Hause gelassen. Ne? Hier habt ihr auch noch so Aufnahmen, da könntet ihr noch ein Mikrofon dran machen oder sowas und auf der anderen Seite ist eine die gleiche Aufnahme. Da könntet ihr noch hier zum Beispiel, sag ich auch mal, hier so ein kleines Licht dran montieren oder sowas. Ne? Wenn ihr euch mal dann selber filmt oder wenn es dunkel ist oder sowas, da habt ihr auch schon mal eine kleine Beleuchtung. Wie gesagt, die ganzen Produkte, die ich so benutze, packe ich in die Videobeschreibung oder sowas. Und natürlich Affiliate Links. Guckt es euch an, ob ihr es braucht oder nicht. Also da müsst ihr selbst entscheiden, kann ich für euch entscheiden. Ne? Ich habe nur lange nachgesucht, habe gesagt, vielleicht, ich weiß, dass ab und zu oder auch viele Leute, sage ich mal, die jetzt meine Videos sich angucken oder sowas, selber auch filmen und sowas, ne? Und selber mit Stativen unterwegs sind oder mit GoPros unterwegs sind und die auch immer nach
Sachen, Lösungen suchen und so weiter. Und dann bin ich auch mal bereit, meine Klamotten zu zeigen. Ist ja kein Geheimnis und nichts, was ich was. Ne? Ich gucke mir auch solche Reviews auch immer gerne an, selber. Ne? Was benutzen die Leute? Da kann ich auch daraus lernen und sagen, oh, gute Idee, benutze ich auch mal, hole ich mir mal. Ne? Apropos holen, der einzige Nachteil an den ganzen Sachen, also an dieser Sache, ne, ist wie immer meistens der Preis. Ne? Also der Preis ist immer so eine Geschichte, das ist nicht ganz günstig. Ne? Also das Ding kostet jetzt 69 Euro im Moment. Ich finde, das ist eine Menge Geld, sag ich mal, aber das ist auch nicht, ja gut, der Magnet hier drin, sag ich mal jetzt, ne? Aber da ist alles Plastik, da ist Kunststoff, ne? Ist also nichts irgendwie, ja klar kann man jetzt sagen, okay, hätte ich mir ein Selfie-Ticket gekauft, irgendwelchen, obwohl ich noch keinen gefunden habe, wo ich alles komplett drehen kann, aber vielleicht gibt es da sowas auch von anderen Firmen, der kostet aber auch schon über 20, 30 Euro, ne? Wahrscheinlich. So, dann hast du immer noch kein Dreibein. So ein Dreibein, was ich mir da geholt habe, okay, kann man sagen, ist massiv, das von Insta oder sowas, kostet aber auch 40 Euro. Also Selfie-Stick mit einem Dreibein, ja, 30 und 40 bin ich auch bei 70. Und da habe ich noch nicht mal, sage ich mal, jetzt noch eine Bluetooth-Fernbedienung für den Auslöser, die hier dabei ist. Ne? Also, ja, wie gesagt, irgendwelche, die Klamotten kosten immer das, was sie kosten. Ne? Entweder man ist mal bereit, das auszugeben oder halt nicht. Ne? Was man noch sagen kann, kann ich auch noch erzählen. Klar ist ja ein Magnet drin für die Mega-Safe-Halterung. Ja, ich habe die Möglichkeit, mein Telefon ranzumachen. Viele andere vielleicht nicht. Die sagen, ja, mein Telefon hat kein Mega-Safe und sowas. Auch dafür hat die Firma hier gesorgt. Was dabei liegt, ist, zeige ich euch mal, erstmal so ein Täschchen hier, wo man das hier alles reinpacken kann. Die ist dabei. Und ich habe schon gesehen, es ist noch so eine Schablone hier dabei. Und eine Schablone ist auch noch, habe ich irgendwo gesehen, kann ich mal zeigen. Hier ist das Messverfahren. Wir sollen mal gucken, wo das ist. Ja, genau. Ja. Ist so ein Ring dabei. Und dann könnte man sich diesen Ring auch an sein Case, an sein eigenes Case kleben. Natürlich würde ich so ein Ding nicht aufs Handy kleben oder sowas. Ne? Ich würde schon mal einen Kunststoffcase kaufen oder sowas und auf das Case selber kleben oder sowas. Ja, aber wie gesagt, ob man so einen Magneten dann komplett vertraut oder sowas. Also ich werde meinen Magneten hier nicht komplett vertrauen, weil das ist ja jetzt auch kein Aufwand. Ne? Also es hält schon. Also ja, aber ich bin Schisser. Also einmal die Handys heutzutage, ihr wisst ja selber, wie teuer die sind. Wenn ihr so ein 1.000-Euro-Handy oder keine Ahnung hier auf den Asphalt knallt, nur weil du hier keinen Bock hattest, dieses kleine Knöpfchen hier zu drücken. Weil sobald du das hier drückst, ne, dann zack, ist das auch nochmal hier additiert oder sowas. Ne? Also so viel Zeit, ob das Ding jetzt ne, so aufsteht oder ob das Ding hier zu ist, ne, ist jetzt kein großer Aufwand mehr. Also wäre mir persönlich es wert zuzumachen. Ne? Aber wie gesagt, muss jeder selber entscheiden. Ja, so viel dazu. Und das werde ich jetzt die Tage auf jeden Fall hier unterwegs bei mir haben. Und auch ein paar Insta-Stories zu machen oder ein paar Insta-Shorts und sowas. Deswegen, wenn ihr da Interesse habt auf meinem Insta-Kanal, könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Da erscheinen meistens die Bilder oder auch kleine Videos, sag ich mal, früher als auf YouTube. Ne? Dann wisst ihr schon vorher, was los ist, wo ich mich schon wieder rumtreibe. Ja? Aber wie auch immer. Meine Lieben, ihr habt schon gemerkt, ja, die Kamera ist wieder ausgegangen. Vielmehr die Kamera, die GoPro. Es ist ziemlich warm hier heute. Und ja, Überhitzungsprobleme wieder. Ne? Ja, gut, mit 4K am, ne, mit 5K am Filmen. Ne? Ja, ohne dass ein Lüftchen geht, dann nach ein paar Minuten, ich glaube 10 Minuten, 4 Stunden, 20 Minuten, keine Ahnung, hat sie sich verabschiedet. Ist ja auch nicht schlimm gewesen. Das meiste, was ich sagen wollte, habe ich gesagt. Falls nicht, sage ich nochmal vielen Dank nochmal dafür, dass ihr die Affiliate-Links benutzt und dass ihr so fleißig hier meinen Kanal kommentiert und auch abonniert habt. Ich hoffe also, wenn euer Video gefallen hat, lasst doch bitte wieder einen Daumen da. Schreibt gerne was in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, ich packe das hier alles hier wieder zusammen. Und dann machen wir uns ein bisschen auf den Rückweg. Und dann zeige ich euch nochmal, wie schön es da berghoch geht. Und ein paar Aufnahmen noch vom Fahren. Und dann mal gucken, was der Akku hier noch verbraucht hat. Jetzt nicht der Akku von der Kamera, sondern der Akku vom Bike hier, ne, vom Bike selber. Ich glaube, runter war gar nicht das Problem. Also der Verbrauch runter, wir haben 98 oder 97% vorhin gehabt. Ne? Das ging ja nur bergab bis jetzt. Ich würde gerne noch mal sagen,
was wir jetzt haben. Wir haben 94% im Akku, also 3% hat er wahrscheinlich eben so ein bisschen auf der Straße sich weggefressen, aber alles andere nicht der Rede wert. Bin mal gespannt, sobald es im Berg hochgeht oder sowas, dann sage ich euch mal einen Akkustand und dann sehen wir mal, wenn wir oben angekommen sind, ja, was er da wirklich weggefressen hat. Ich habe jetzt mein Wahoo nicht mit, aber ich werde, bevor wir den Berg hochfahren, noch mal Komoot-Profil anmachen und mal gucken, wie viele Höhenmeter wir dann haben. Weil das würde mich zum Beispiel auch mal interessieren, vielleicht euch auch. Deswegen würde ich das auch mal dann vom Besten lassen. Ja, ansonsten würde ich sagen, einpacken und dann machen wir uns hier auf den Weg. Falls ihr Fragen habt zum Stativ, zu irgendwas anderes, was ich benutze oder wie auch immer, schreibt das in die Kommentare, haut das rein und ich werde es auf jeden Fall beantworten. Ich glaube, die letzten Kommentare waren gewesen... auch zu meinem Fahrradträger. Da hat mich jemand angeschrieben, der wollte die genauen Längen haben. Das werde ich auch nochmal beantworten. Bloß wie gesagt, ich bin gerade jetzt hier auf dem Gardasee und ich habe nichts zu messen hier. Also das werde ich gerne beantworten. Also wenn ihr auch andere Fragen habt oder sowas, ne, von anderen Videos, noch was wissen wollt oder sowas, gerne ab in die Kommentare damit. Es wird auch nochmal ein Live-Video geben, also ich werde mal live gehen, weil es ist bald soweit. Dafür danke ich auch nochmal vielmals. Schon mal, kann ich schon mal hier ein bisschen spoilern. Und zwar, ich habe damals gesagt bei meinen 1000 Abonnenten Spezial, dass ich immer, wenn die 1000 voll sein werden, werde ich auf jeden Fall immer mal live gehen. So, um mich zu bedanken. Und dann könnt ihr mir auch gerne mal ja, in ein Live-Format Fragen stellen, was immer ihr wollt. Also nicht rein um den Kanal, auch vielleicht ja, private Fragen auch oder sowas, werde ich auch beantworten, solange es mir es möglich ist. Ist auch privat, ne? Aber ich bin da ziemlich offen gestrickt oder sowas. Ich kann über viele Dinge sprechen und auch erzählen und sowas. Ne? Es sei denn, wenn es zu privat wird, dann zeige ich das schon. Ne? Ja, so viel dazu. Und bald ist es soweit. Es geht ja auf die 2000 Abonnenten zu. Also ey, Leute, Wahnsinn. Ey. Also... Hätte mir das jemand vor einem Jahr erzählt und mal gesagt, weißt du was, ja, das wäre nur ein Traum gewesen, ne? 2000 Abonnenten. Ne? Aber so wie es aussieht, wird er sich erfüllen. Ne? Also vielen Dank dafür. Ne? Und sobald es erfüllt ist, sei denn, ich bin noch im Urlaub, ich weiß nicht, wie schnell das gehen wird. Ne? Also dann würde ich sagen, nach dem Urlaub, da muss ich mal gucken, da wird ein Live-Format geben. Und ich habe mir auch noch was, ein bisschen was Spezielles überlegt, weil... es wird nicht genau bei 2000 passieren, es wird bei 2020 passieren. Bei 2020 Abonnenten. Und wieso die Zahl 2020 so speziell für mich ist, das erfährt ihr dann, wenn es soweit ist, ne? Bei 2020 Abonnenten. Ich freue mich drauf und hoffentlich ihr auch. Aber jetzt endgültig zusammenpacken und weiter. Mir ist da noch mal kurz was eingefallen und zwar bevor weiter, da seht ihr mal hier, kann ich mal zeigen, den Kollegen hier, ne? Also mein Handy hier eingespannt und hier seht ihr mal, wie der jetzt hier aussieht, auf dem Dreibein, klar. Und jetzt ist schon, Handy aktiviere ich immer wieder. So, und der Vorteil ist, ich habe die Fernbedienung hier in der Hand, die kleine. Und dann gehen wir mal zusammen, man kann sich jetzt hier, was weiß ich, hier so ein bisschen aufstellen. Ne, und sagen, okay, jetzt hätte ich gerne ein Foto. Dann seht ihr mal hier, drücke ich aber den Auslöser, lächle ein bisschen oder wie auch immer, oder lächle nicht. Wie ihr Bock habt, was ihr machen wollt, macht ihr ein Video oder, habe ich schon ausprobiert, also einmal drücken ist auch das Video, könnt ihr Video starten und so, nimmt ihr die Aufnahme. Einmal drauf drücken, einmal gucken, wo der Knopf ist. Zack. Und, ne? Und dann seht ihr schon, zack, da sind wir. Ja, könnt ihr jetzt vielleicht schlecht sehen, wahrscheinlich. Ja, und das war das, was ich mir so vorgestellt habe. Ne? Ich brauche keinen, der irgendwie hier, können Sie ein Foto von mir machen oder mal ein Selfie oder hier bei Mammutmarsch oder wenn wir meistens mit dem Svobo mit dir unterwegs sind, ne? Oder auch mit Joe oder sowas, da müssen wir jemanden suchen über 10er-Schild oder 20er. Oh, können Sie jemand ein Foto machen und sowas? Nein, so bauen wir das auf, zack, einmal aufgestellt, zack, einmal drauf gedrückt, weiter. Ne? So, ist zwar immer schön klar, man kann die Leute auch ansprechen, ne? Ist auch kein Thema, ne? Die freuen sich auch, ne? Oder wir uns auch. Ne? Aber so wie jetzt, keiner ist hier. So, wer will denn ein Bild von mir machen? Ja, außer ich von mir selbst. Aber ich habe keinen, der das machen könnte. Also, mein Verwendungszweck hat sich damit voll erfüllt. Ne? Also, aber jetzt aber endgültig. Vom Acker machen hier.
Ja, meine Lieben, wieder on the road. Es war alles gut und schön hier, ne? Aber wo man aufpassen muss, bis hierhin ist hier keiner Platz für Fehler, ne? Also hier ist keine rechts und links, keine Knautschzone, ne? Kleiner Tunnel. Ja, kein Fahrradweg hier. Aber wie gesagt, es gibt ja am Gardasee, gerade auf dem Weg nach Lemone, aber das ist ein Projekt für das nächste Video. Da werden wir den Gardasee einmal umrunden. Ich hoffe, das klappt. Mit zwei Akkus. Das sind 160 Kilometer. Aber wie gesagt, dazu im nächsten Video. Deswegen, es wird sich lohnen, den Kanal zu abonnieren. Dann verpasst du auch nichts. Vor allem nicht das nächste Video. Einmal um den Gardasee. Es hieß, schönster Fahrradweg Europas. Da bin ich auch mal, ey, das ist wohl eine Ansage, oder? Da bin ich echt mal gespannt, was wirklich so ist. Also das Projekt, damals, ich weiß, 2021 noch nicht fertiggestellt. Und habe ich auch ziemlich spät erfahren von dem Projekt, weil ich lag mal wieder mit krank im Bett, habe wieder das C gehabt, das große C, hat mich mal wieder erwischt, heimgesucht. Und beim ersten Mal habe ich das vor 2 Jahren gehabt, war sofort eine von den ersten damals, wo es noch keine Spritze dafür gab, keine Impfung. Und habe ich damals so gedacht, ich habe nichts gehabt, ne? Und diesmal hat es mich echt von den Beinen gehauen, ne? Also diesmal habe ich echt da gelegen. Deswegen konnte ich vor der Abfahrt gar nicht viel planen, großartig. Eigentlich wollte ich mir noch ein paar Sticker holen von Swobo, von Acrid Devils, damit ich auch hier ein bisschen rumkleben kann. Ja, war auch nicht mehr möglich, ne? Also, aber ich habe die Kutte mit. Also Acrid Devils werden hier vertreten sein, auf jeden Fall. Auf diese 160 Kilometer Tour. Ne? Die wird mit Kutte gefahren. Ja, ich hoffe nicht bei 35 Grad, aber gut. Wenn es so ist, dann ist es so. Und da wird auch mit 35 Grad Kutte gefahren. Wie gesagt, wenn du nichts verpassen willst, dann hau auf den Abo-Button und mach das weg. Das einzige Problem ist halt, ja, Problem ist das nicht, aber wenn du ungeübter Radfahrer bist oder Angst vor Verkehr hast oder sowas, ne, die gerade hier im Tunnel, gerade die Motorradfahrer, die machen sich ja einen Spaß draus, ne, wenn die hinter dir sind, sind die ganz leise und dann rennen die einmal auf und dann einmal knattert und du erschreckst dich. Ja. Ja. Aber der war noch human. Der fährt ja noch ganz normal. Erstmal weiter. So, meine Lieben, die Kletterei beginnt. Komoto habe ich angemacht. Und dann schauen wir mal. 90% im Akku jetzt, aktuell. Mal gucken, wenn wir oben angekommen sind, was der Akku dann anzeigt. Ne? Mit 90% Doppelakku zeigt er mir jetzt an, Reichweite 60 Kilometer. Ah, hier auch wieder Steinschlaggefahr. S-Kurven, alle Schilder hier, ne? Aber ein Schild, so Anstieg in Prozent, das haben die hier nicht. Ja, das, was mich am meisten interessieren würde, ne? Also hier, Tignala, aha.
Ja, mal gucken, wie lange wir brauchen. Wir haben jetzt genau. Mal gucken. 18:35 ungefähr. Ich guck mal hier auf die Uhr. 18:40 hier. Gucken wir mal, wo wir oben sind. Aktuell natürlich Turbo mit 15 km/h. Ja, alles ohne Turbo kannst du vergessen, ne? Klar, könnte man jetzt runterschalten, hast nicht gesehen. Auf. Aber was soll mich quälen? Wofür habe ich ein E-Bike? Damit mit Eco mich hochquälen? Oder mit Tour? Pff, hallo? Niemals. Es gibt Zeit, sich so quälen. Und es gibt Zeiten, da will man genießen. So, ich habe Urlaub. Also nichts quälen heute. Und wie gesagt, gerade erst gesund geworden, ne? Also die Lunge erstmal ein bisschen langsam wieder. Puh. Bisschen schon. Meine Lieben, wir sind wieder oben. Hat gar nicht so lange gedauert jetzt. 10 Minuten haben wir es hochgebraucht. Und ja, Reichweite 30 Kilometer sollte wir an. Oh, meine Tochter ruft an. Muss ich eben dran gehen. Jetzt aber endlich am Auto angekommen. Ne? Meine Mädels haben mich schon gerade angerufen. Ja, die haben Hunger. Ne? Also, gleich noch was zum Essen schnappen und dann ja, einen Tag langsam ausklingeln lassen. Ne? Auf jeden Fall. 79% Restreichweite im Akku zeigt er jetzt an, aktuell. Und Reichweite insgesamt 30 Kilometer noch. Also ging schön nach oben. Und ja, 10 Minuten ging eigentlich, ne? Ja, Riese und Müller, so eine Steigung und so was, eigentlich kein Problem, ne? Also war okay, war machbar, ne? Hier nochmal die schöne Aussicht. Ja. Ja, meine Lieben, das war's wieder für heute. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert gerne den Kanal, da verpasst ihr das nächste Video nicht, wenn es heißt rund um den Gardasee. Und dann würde ich sagen, macht es gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Pella.